Klirrende Kälte. Dortmund ist eingefroren. Die Seen haben eine dicke Eisschicht. Drauf darf niemand. Doch es sind beste Trainingsbedingungen für die Feuerwehr. Was ist zu tun, wenn jemand einbricht? Wir dürfen zugucken. Die Wasserrettung rückt an, am Seepark, an den Teichen in Ewing. Häufig wird in der Halle trainiert. Im Winter 2024 geht's endlich auch mal in der frostigen Realsituation. Wertvoll für die Retterinnen und Retter. Die sind so wichtig, weil wir das sehr, sehr selten üben können, weil die Seen in Dortmund relativ selten zufrieren, der Kanal noch viel seltener. Wir also sehr selten die Möglichkeit haben, das zu üben, und das immer nur in der Theorie oder im Trockenen auf dem Hallenboden zu machen, ist natürlich nicht das Gleiche, wie das in einer freien Wildbahn zu tun. Brandmeisterin Lena macht sich fertig. Sie mimt das Opfer. Dick eingepackt in einem Spezialanzug. Im Notfall gibt der Auftrieb. Sicherheit geht auch im Training vor, denn es wird ernst. Wo wird das Eis brechen? Wann wird Lena versinken? All das ist bei der Eisstärke völlig unkalkulierbar. Währenddessen machen sich die Kollegen startklar. Rund 40 sind es im Team der Wasserrettung. Auch für sie gilt, nichts geht ohne Sicherungsseile und Schutzanzug. Lena haben sie dabei immer fest im Blick. Und dann passiert's. So, jetzt haben wir... Naja, es ist zum einen gefährlich, dass die Körperkerntemperatur super absinkt, legt alles lahm im Körper, Herz-Kreislauf-Stillstand ist quasi die schlimmste Folge, die passieren kann. Jetzt muss es schnell gehen und vorsichtig, jede Minute zählt. Wichtig ist, wer einen Eisunfall beobachtet, sollte nicht selbst aufs Eis gehen, sondern die Feuerwehr rufen. Die Rettungskräfte wissen dann ganz genau, was zu tun ist. Durch regelmäßiges Training sitzt hier jeder Handgriff. Das Teamwork ist bei uns das A und O. Ohne klappt es nicht. Ich habe aber den Kollegen zu 100% vertraut, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch nicht reingegangen. Ist meine Erfahrung wert, weil wir ja auch als Einsatzkräfte die Situation verstehen müssen, wie unsere Patienten sich fühlen. Und deswegen finde ich, war eine gute Sache. Und ein bisschen erleichtert ist Lena auch, wieder sicher an Land zu sein. Lange kann sie sich aber nicht darüber freuen, denn ihr Team bekommt direkt den nächsten Einsatz.